Geht los? Ja. Wie läuft das denn jetzt? Das soll... Das nimmst du jetzt so auf, es wird nicht mehr geschnitten dann, oder was? Ach so, okay, ja. Ja, so Petrus es erlaubt, wird an diesem Wochenende der letzte Spieltag der Regionalliga Nord und der Oberliga Hamburg stattfinden. Und da wir dann ziemlich lange Pause haben, wollen wir euch noch ein bisschen was für die Urlaubskasse mitgeben. Und ich habe mal Top-Tipps für den letzten Spieltag zusammengepackt. 3 Euro, die euch eine Menge Gewinn bringen. Braunschweig, 2. gegen Neumünster. Für mich Handicap 2, denn Neumünster, wenn sie überhaupt was hinkriegen, dann auswärts. Und in Braunschweig sollte das doch durchaus machbar sein, bevor viele Spieler den Verein verlassen. Und am Samstagabend ist ein Mannschaftsabend geplant im H1. Und da wird die Kreditkarte von Herrn Klusemann nochmal leer gesaugt. Von daher für mich ein ganz klares Ding. Neumünster gewinnt da mit mindestens 2 Toren Unterschied. Dann haben wir Wilhelmshaven gegen Hannovers Amateure. Tipp 2. Ja, denn Wilhelmshaven hat die letzten beiden Heimspiele verloren und das gegen die Gegner, wo Hannover zuletzt auswärts gewonnen hat, Kloppenburg und Bremen nämlich. Und da die Lizenz in Wilhelmshaven so weit weg ist wie die Sonne vom Mond, glaube ich, dass Hannover das da machen wird und gewinnen wird. Wolfsburg, Tabellenführer und möglicher neuer Meister der Regionalliga Nord, spielt gegen HSV 2. Das letzte Spiel von Rodolfo Cardoso, bevor er die Raute verlässt. Ja, so bitter das ist, aber ja, da entscheidet sich die Meisterschaft, auch wenn parallel Norderstedt, glaube ich, in Bremen spielt, da wird nichts passieren und in Wolfsburg wird auch nichts passieren, die klatschen die HSV-Leute an die Wand, gewinnen deutlich, daher Handicap 1, also Wolfsburg gewinnt mit 2 Toren Unterschied. Oldenburg gegen Eichede, ja, das letzte Spiel von Oliver Zabel in der Regionalliga, so leid es mir tut. Die Jungs müssen gewinnen, wenn sie Platz 17 verteidigen wollen. Ja, auch wenn ich nicht dran glaube, dass Viktoria zu Hause gegen Rehn gewinnt, wären sie auf der sicheren Seite, die Eicheder, wenn es auswärts in Oldenburg beim Tabellendritten was wert mit einem Dreier. Das glaube ich nicht. Der Druck wird für die Braveheart zu groß sein. Da gibt's richtig einen auf die Mütze. Von daher sage ich Handicap 1. Dann heute Abend, Freitagabend, Oberliga Hamburg, Altona 93 empfängt Germania Schnelsen. Altona das Top-Team der Liga zu Hause mit 39 Punkten und 45 geschossenen Toren. Da wird dem Torwart der Schnelsener richtig das Ohr wackeln. Schnelsen ist hingegen durch, da wird nicht mehr viel passieren. Von daher für mich Handicap 1. Der Dassendorf empfängt Maindorf und die sind ja nun nicht dafür bekannt, großen Verein mal ein Bein zu stellen und daher glaube ich, dass vor den Augen von Neuzugang Stadel, der aus Osnabrück kommt, Dassendorf zu Hause nochmal ein Feuerwerk abbrennen wird und auch mit mindestens 2 Toren gegen Maindorf gewinnt. Und Skala, feststehender Absteiger zu Hause gegen Buchholz, das Rückrundenteam der Saison der Oberliga Hamburg. Von den letzten 8 Spielen hat Buchholz nur 1 verloren oder nur 1 nicht gewonnen, nämlich gegen Rumbergen, ein 1:1. Skala hingegen als Absteiger feststehend, 82 Gegentore, das gibt auch heute nochmal richtig was auf die Mappe, von daher Handicap 2, ja, soll es gewesen sein. Also mit 3 Euro Gewinn könnt ihr gute 1.120 Euro gewinnen.